Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wenn dieses Video online geht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir gerade die 10.000 Follower auf Instagram geknackt haben. Auf jeden Fall danke für eure Community Power und danke für euren dicken Support, auch allgemein in den letzten Tagen. Wirklich, Freunde, ich bin einfach sehr stolz, euch hier irgendwie meine Community nennen zu dürfen. Real Talk? Danke euch, Freunde, danke euch. Freunde, wir schauen rein, ich möchte gar nicht viel lange in der Lage machen. Asoziale Outtakes von Halloween in Asozial. Das Video wird extrem gut, denke ich, denn wir wissen, dass Live mit dabei ist. Der war auch dick auf dem Thumbnail. Live hatte seinen großen Auftritt in dem Hauptvideo. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Wir schauen rein, let's go. Halloween steht vor der Tür, das stimmt. Leute, aber was hinter der Tür ist, ist noch viel wichtiger, und zwar Insider-Merch, ich wusste es, Insider-Merch. Einmal baconfreie Zone und einmal Doppel-Minze. Nicht mehr so lang. Geil, Mann. Danke erstmal fürs Feedback auf Halloween in Asozial. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Der Dreh an sich war aber die reinste Katastrophe. Ihr werdet auch sehen in Outtake-Videos, wie fokussiert und gestresst wir auch wirken. Das ist einfach mal eine andere Art von Outtake-Videos. Habt ihr Bock, dass ich nochmal ein Reaktionsvideo mache auf unser Video und euch erfahrungsberichtstechnisch so ein bisschen erzähle, was eigentlich alles so schief gelaufen ist? Dann schreibt es in die Kommentare. Ich kann euch erzählen, 1,5 Wochen Zeit, 4 Songs zu producen, zu schreiben, zu recorden, 4 Alter. Geschichten, 4 Musikvideos zu planen, organisieren, zu drehen, zu schneiden. Zusätzlich hatten wir in der letzten Woche ebenso noch live bei uns gehabt, mit dem wir halt parallel noch den Pool gebaut haben. Also krass. Boom! Ich muss ehrlich sagen, das war die allerhärteste Woche in diesem Jahr. Spotify-Songs gibt es auch bald wieder. Wir hatten eine kleine Pause gehabt jetzt. Aber es erwarten euch auf jeden Fall noch 25 Songs, die ausgearbeitet werden müssen von Songs aus der Bohne. Der letzte Teil von Märchen und Asozial. Als nächstes Video erwartet euch sogar ein neuer Teil von Songs aus der Bohne, denn die Geschichte geht weit. Der Dietmar, der dieses ganze Poolbau-Projekt auch mitleitet. Leute, wir haben so viel. Lasst auf jeden Fall bei diesem Video und jetzt gerne auch bei meinem Video einen Daumen nach oben da. Wir haben noch so viel zu gucken, Alter. Hat uns seinen Wagen geliehen. Vielen Dank auch an die Mädels, die mitgemacht haben. Timber Cosplay, Diana, Berna, Mauki und Anni. Vielen Dank auch an Carina, die uns bei diesem Kostüm geholfen hat. Danke auch natürlich an Angelo für die ganze Kameraführung. Und natürlich danke an diese ganzen Locations, bei denen wir ganz spontan drehen durften. Die werdet ihr später im Video sehen. Heftig. Und jetzt viel Spaß bei dem, sagen wir mal, Einblick dieser Woche. Und wie gesagt, Insider-Merch. Ey. So gut wieder, Alter. Digga, hast du abschließend gebläht? Wie geil! Alter! Alter, Mann! Alter, Mann! John! Alles okay? Alter, das sieht echt echt aus, Mann. Ich glaube, das sieht schwerer aus, als es. Es sieht leichter aus, als es ist, glaube ich. Ja, das war geil. Ja, das ist geil. Ey, so gut. Guck mal, ich hab meinen Mund berechnet. Zeig mal. Jo, es sieht so komisch aus. Ja, genau, das würde auch geil aussehen. Oder einer wächst dir so aus der Nase. Ja, das finde ich besser. Und jetzt muss er echt treppen. Na, mal weg. Tipp. Das heißt, wenn eine Watte dazwischen ist. Ja, fahr einfach. Okay. Boots. Oh, Mercedes. Boah, Alter. Go. Hä? Was? Okay, Freunde, wir lassen einfach Angelo das machen, was er wollte, okay? Er fährt rückwärts. Warte. Fahr wieder zurück. Halt's Maul. Digga, das sieht echt krass heftig aus, ja, Mann. Das ist der Tag, als Julian Bam mir meine Beine abgefahren hat. Geil. Pause. Hey, cool. Wow, was? Ey, die Shots sind aber echt krass geworden. Einfach mal machen. Nur Silhouetten. Ja. Kamera läuft, ey. Zieh einfach durch, man sieht am Mund eh nicht. Boah, das sieht echt krass gut aus. Digga, ist ja so einfach, Musikvideos zu drehen. Ich sollte das häufiger machen. Trage alles außer Silber. Jede kleine Pizza weiß, was krasser wäre, was killer. Groß einfach mal, wir machen ein B-Roll. Cool. Mal Mittelfinger so. Alter Schwede. Wir nehmen die Kamera mal in die Hand. Ey, dieser Angelo ist voll sympathisch. Ich weiß nicht, wo der herkommt, aber Angelo ist ein sehr sympathischer Dude, Alter. Wow, was geht ab, Alter? Wie Rauch, Junge. Ich dreh durch.
Der, das sieht echt krass gut aus jetzt auch so einfach. Einfach vom Gas gehen. Ach so, wo ist das? Das ist super so. Geh nochmal von vorne. Wow, Alter. Was ist das für eine Bremse, Alter? Yo, Hotbox, Alter. Stopp, stopp. Ey, diese Kostüme sind so süß irgendwie, ich weiß nicht. Dieser Leichensack sieht so süß aus. Ich weiß nicht warum, aber er sieht süß aus. Eine Leiche. Echt die wackste Halloween-Kostüme ever. Das ist wie so Sweatchips-Tüten. Halt echt ein bisschen, ja. Ich würde es noch ein bisschen weiter runterziehen. Was macht ihr hier? Katastrophe! Was ist los hier? Raus hier! Ja, der war gut. Ey, live hat das so gut gemacht. Ich bin echt stolz, Mann. Das war so lustig einfach. Nur noch Stimme? Boah, krasse Banane! Wo ich gefunden habe, ey! Geil, hast du schon? Ja. Nee, hab ich nicht. Professional alles hier. Nee, ich bin Live Rino. YOLO. Ey, Live ist wirklich die coolste Socke, die es, glaube ich, auf diesem Planeten gibt, Alter. Das ist super. Boah, ey, krass, ey. Ist das doch hier? Ist der Punkt schon fertig? Was ist hier los? Ich könnte hier einfach reinfallen. Messer langsam hoch. Jab, 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 jab. Ey, da wollte ich nochmal Props für geben. Ich war so stolz auf fucking André, dass er das so gut hinbekommen hat, Alter. Dieser Wolfsschrei war dieser andere Wolfsschrei, Leute. Das ist Autotune, Alter. Ja, aber auf einmal ist er buckelig, oder? Das sieht wirklich gut aus. Jeder macht es nicht nach. Und los geht's! Ja, dieser Wagen sieht so heftig einfach aus. Also Props an den Typen, der das seinen eigen nennen kann. Das ist ein heftiger Wagen. Alter. Einfach, was denken die Leute sich dabei? Das war ja voll der gute Rap. Okay, dann film ich halt Mädchen. Das ist immer das, Freunde. Wenn man nicht weiß, was man filmen soll, haltet einfach auf die Models drauf und dann wird das Video gut. Digga, du sitzt in dem Kofferraum von dem gelben Auto. Ich hab doch so den Stress. Hä, das ist kein Gelb, das ist grün, oder nicht? Leute, warte, das ist meine Augen verkehrt? Das ist doch so Neongrün. Das ist Neongrün oder kein Neongelb, das ist Neongrün. Leute, stimmt ab. 1 in die Kommentare für Neongrün, 2 für Neongelb. Leute, seid ehrlich. Was ist das denn? Gegen Verkehr, gegen. Oh, da kommt ein Bus. Ja, normal. Alter, das wird der neue Hit, Leute. Thomas, ein bisschen schneller. Thomas, schneller. Das war doch voll krass, oder nicht? Alter, voll gefährlich halt eigentlich. Hallo, chill. Alter, voll gefährlich halt, ne? Yeah. Bomberjacke, weil die Parts heiß kalt sind. Frankenstein, straight out the Keller. 2 Meter groß, 2 Meter Ständer. Beste der Beste, ich bin 100 deutsche Rapper und Ballerbama Kapelle. Der Monster von du Halloween Pen und Dorothy. Alter. Ey, das sieht wirklich krass gut aus. So diese Behind-the-Scenes-Sachen. Jetzt haben wir weniger von diesen lustigen Outtakes, mehr von so einem ernsten Einblick mal, wie es wirklich ist. Und bei der Songs aus der Bono, wo ich dabei war, war es auch schon stressig und da meinte Ju halt, das war einer der entspanntesten Drehs. Und da sieht man mal, wie stressig das wirklich ist und wie getaktet und geplant das alles ist. Junge, Alter. Guck mal, immer schrecken bin ich wahre OG. Deutscher Hulk, das wird sogar deine Omi. Und alle Kids auch, dann hab eigenes Emoji. Nummer 1, doch eigentlich bin ich scheiße lonely. Ich finde auch cool, dass man danach jetzt bei den Outtakes diese kleinen Szenen fertig sieht. Das habe ich mir bei Outtakes-Videos immer gewünscht, dass man dann auch nochmal sieht, ah ja, so sieht es jetzt in echt aus. Das war echt cool. Ja, Frankenstein! Scheiße!
Sonne so ein bisschen nach vorne. Sowas, ja. Check mein Drip, Apple zum Hals drin, Kopf so dick wie der Arsch deiner Alten. Ja. Alter, das muss so anstrengend sein, in der Hocke so zu wippen. War schon sick. So, ich liebe Frankensteins Monster heißen, so wie den alten Filmen. Du bist nicht verpiss dich. Ey, das sieht wirklich krass aus. Und da! Und da! Hast du schon mal geföhnt, Thomas? Ich hab tatsächlich sehr oft, wenn ich Wut hatte, meinen Kopf gegen den Boden geknallt als Baby. Was? Hast du echt? Ja, meine Eltern. Aber ich hatte so einen heftigen Schädel, wenn ich damit jemandem mal voll auf die Nase gehe, der wäre tot. Also Leute, tot. Wenn ihr mit Julian Bell zusammenarbeiten wollt, haut eure Köpfe auf. Oh, echt? Ernsthaft? Ach nein, LED-Panel ist kaputt gegangen. 700 Euro einfach. Gib mir deine sweeten AirPods, ist es oder saus. Gib mir deine sweeten AirPods, ist es oder saus. Gib mir deine sweeten AirPods, ist es oder saus. Gib mir deine sweeten AirPods. Genau so. Nice. Oh. Scheiß drauf, wollen alles haben oder gib uns jetzt die Keys von deinem Haus und allen Kram. Oh, das sah echt cool aus. Ich hab gar nicht gerappt. Och lol. Ey, das sind aber so diese Kleinigkeiten. Da, ey, da denkt man nicht dran, aber ich glaube, das passiert echt häufig so, dass man so irgendwas Elementares vergisst, weil man einfach so viel anderen Struggle im Kopf hat. Heide, sei mal Ehrenmann, weg mit diesem gesunden Dreck. Wir wissen, wo dein Haus wohnt, mach mal Yala, bevor Messer steckt. Ich hab Vince gesehen. John fühlt zu sehr, glaube ich. Oh, ey, ich schwör's euch, der ist so süß, Mann. Der ist so süß, Alter. So unschuldig sieht er aus. Oh, er ist so niedlich, Leute, seid ehrlich. Er ist so niedlich. Süßes oder saures? Süßes oder saures? Okay, haben wir. Ja? Nein! Was haben wir denn jetzt? Ich kann nicht aufstehen. Fuck, Mann, ey, was haben wir denn jetzt? Ich hab Stein! Nee, hast du Apfel, du Doofkopf? Ich hab Apfel, wa? Ich hab Stein. Ey, so nein, gut, Mann. Der war noch so jung. Bitte. Ey, lass doch dein Fahrrad nehmen. Nein, Mann, auf den sehen wir auf die kleinen Bitches. Okay, was? Aber ich weiß, wie wir uns Fortbewegung mitteln. Ey, das war der Shot. Das war der Shot am Ende, der im Video war. André sieht richtig Mad Max aus hinten, ey. Ja, Mann. Ey, das muss so Spaß gemacht haben auch. Oh, aus Kontrolle gerade. Seine Mütze verloren. Wir kriegen nie genug, wir werden niemals satt. Beste Song, der beste Song. Sind die Könige der Nacht in dieser Stadt. Alter. Komm auch bei dir vorbei mit unserem Wagen. Es ist Eis out, wollen wir es haben. Ey, Freunde, ich sag's euch, das ist der beste Song, das ist der beste Song. Alter, der beste, Freunde. Der beste Song. Da brauche ich auf jeden Fall als erstes die Vollversion, sonst kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Sonst kann ich nie wieder schlafen, glaube ich, in meinem Leben. Ich sage es euch, Leute, ja. Ey,
gutes Video. Schöne Outtakes. Und ich finde es cool, dass man mal eine andere Seite von Outtakes gesehen hat, wo mehr schief läuft und wo mehr nicht nach Plan läuft. Ist irgendwie auch wichtig, mal zu sehen, dass es auch stressig sein kann und vieles spontan irgendwie ja auch gerade entstanden ist, wie wir gesehen haben. Weil so sind die Drehs halt auch, ja. Cooles Video, Freunde. Gönnt euch den Insider-Merch, wenn ihr wollt. 2 neue Shirts sind draußen für eine begrenzte Zeit. Und supportet die gerne ansonsten. Link zum Original ganz oben in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Schreibt mir gerne rein, was ihr noch sehen wollt, was ich mir ansehen soll, was ich hochladen soll. Und dann habt einen wunderschönen Tag. Bleibt fresh, so wie immer, ganz wichtig. Und ja, keine Ahnung. Genießt die restliche Wochenendszeit, Freunde. Ja, bis dann. Bleibt fresh, Freunde. Ciao.